Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lounge, wieder für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault öffnen und dazu war ich mehr oder minder fleißig, sowohl mit meinem Main als auch mit einem Twink. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Ich war ein bisschen M-Plus machen letzte Woche und zwar habe ich 8 Keys gemacht. Ich bin ja eigentlich immer auf dem Trip, ich mache nur meine 4 Keys und dann tue ich langsam über die Season mein Gear zusammenbasteln bzw. meinen Score ein bisschen zu erhöhen, bis ich die Heldentat halt habe. Letzte Woche war eine einfache Woche und dann wurde ich so ein bisschen genötigt von den Leuten im Stream, dass ich doch 8 Keys machen soll. Ja, ich habe ein paar 19er gemacht, auch ein, 2 20er Keys und mein Score ist jetzt ein bisschen nach oben gegangen. Sonderlich hoch sind wir immer noch nicht, aber zumindest geht es langsam so Richtung die 3K. Ich müsste auch, weil ich endlich mal Streets hier höher spielen konnte, tatsächlich mal ein 20er auch in-time spielen mit einer Random-Truppe. Und ja, irgendwie ist jetzt Streets, was immer das Schlechteste war, was ich hatte an Score, tatsächlich jetzt das Beste, ne? Weil ich da halt jetzt den 20er zumindest auf Tyrannisch in-time habe. Genau, jetzt würde ich sagen, schauen wir mal rein. Ich stelle hier einmal auf Tank, würde ich sagen, genau. Und ich hoffe, dass ich, wenn dann, Schuhe krieg oder diese Blutschuppe, die wäre auch richtig sick, wenn ich die kriegen würde. Deswegen habe ich auf Tank gestellt. Ich krieg nichts von alledem. Ah, ich war auch im... Ah ja, stimmt, ich war auch im NHC unterwegs. Das habe ich fast vergessen. Ich habe den Achievement Run gemacht, ne, für hier das Ding. Deswegen habe ich auch NHC-Loot dabei, aber das wird jetzt hier uninteressant sein. Gut, T-Mog-technisch, ne, könnten wir machen. Hier eine Taille. Ja, ein Siegel und noch ein T-Mog-Item. Und was haben wir hier? Wir hätten eine Taille mit Versa-Tempo. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Die wäre sogar ein Upgrade tatsächlich. Ja, zwar ein kleines Upgrade, aber es wäre ein Upgrade. Dann habe ich die Z-Hose. Das wäre als Backup theoretisch nicht schlecht. Und dann habe ich noch einen Kopf, den ich direkt umwandeln könnte zum Max-Tier-Kopf. Ha, das ist jetzt die Frage, ne? Das ist jetzt die Frage. Also ich hätte jetzt die Option, wenn einen Gürtel zu nehmen, der mir ein Upgrade bringt. Ein kleines oder den Kopf. Wenn ich das Ding ausgeskillt habe, dann ist es halt dasselbe mit dem Item-Level, dasselbe mit dem Stat. Nur ein bisschen Item-Level runter. Dafür habe ich hier halt noch einen Sockel drauf. Wobei ich kann, glaube ich, einen extra Sockel auf den Kopf später eh anbringen, ne? Das ist ja... Das ist jetzt die Frage, was da besser ist. Weil ich habe jetzt noch keinen Sockel, ne? Ah, ich glaube, ich nehme den Gürtel und skill den... Obwohl, dann könnte ich mir die Punkte sparen, ne? Zum Upgraden. Ich nehme den Kopf, scheiß drauf. Den kann ich ja dann von den Stats... obwohl, der hat gute Stats drauf, ne? Ich kann eigentlich jeden Kopf zu guten Stats... Ich nehme den Gürtel, weil wir, egal was für einen Kopf ich kann ihn ja immer zu guten Stats umwandeln, ne? Weil ich hier immer den T-Kopf habe und hier sind halt meine 2 Biss-Stats drauf. Ich nehme den Gürtel. 5-mal umentschieden. Ich kriege jetzt hier auch einen 20er-Key raus. Ich hoffe, irgendwas Gutes, was ich noch brauchen kann. Willst du mich trollen? Ich habe jetzt diesen 21er in Time und... Ah ne, warte mal, das ist Streets, ne? Okay, ich wollte mich gerade schon ein bisschen aufregen drüber. Okay, never mind. Also, dann legen wir jetzt mal den hier an. Den anderen packe ich jetzt mal auf die Bank. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich den noch irgendwo brauchen kann. Ich glaube zwar ehrlich gesagt nicht, aber man weiß ja nie, ne? Stimmt, ich kann den Gürtel vielleicht noch umwandeln dann für... ja, dieses T-Mog-Gedönse. Gut, also ich habe hier einen Streets-Key. Dann würde ich sagen, T-Mog'en wir das einmal noch und dann schauen wir mal, was ich auf dem Hunter noch so drin habe. Wo habe ich meinen T-Mog-Mount? Da haben wir es. Wunderbar. Wunderbar. Naja, zumindest war es ein kleines Upgrade, ne? Kann ich jetzt nicht motzen. Schuhe wären zwar wesentlich besser gewesen, aber wenn ich jetzt gucke, die meisten Sachen habe ich jetzt halbwegs hoch, ne? Also, gut, Schuhe fehlen noch und dann habe ich halt jetzt einige... Sachen, die ich halt nur in Anführungszeichen auf 272 habe. Da muss ich halt mal gucken, dass ich die noch höher kriege, aber soweit passt es eigentlich. Juti, dann lassen wir den soweit hier stehen und swappen mal rüber auf meinen Hunter. Und zwar war ich mit dem ein bisschen LFR unterwegs, hat den Hintergrund, dass ich dieses Achievement haben will für ein Set komplett. Ne? Mir fehlen ja nicht mehr sonderlich viele Erfolge, mir fehlen eigentlich nur noch die Mythic Raid-Erfolge aktuell, ne? Also hier die...
diese Mythic-Erfolge. Und außer Dungeon und Schlachtzüge fehlen mir eigentlich nur noch bei Sammlungen quasi dieses Vorlagen-Achievement. Und zwar ein Set aus dem aktuellen Raid zu haben. Und deswegen war ich mit Hunter auch ein bisschen LFR unterwegs. Das ist ganz angenehm mit dem eigentlich. Und da habe ich nämlich verdammt Glück gehabt. Ne? Also ich habe ziemlich viele Teile gekriegt. Auch ein bisschen was umgewandelt über diese Sandrelikte tatsächlich. Und ja, ich hoffe, ich kriege vielleicht das letzte Teil raus. Und wenn nicht, habe ich auch noch einen Backup-Plan. Das sieht nicht danach aus, oder? Was haben wir hier? Den Kopf, den habe ich schon collected. Hose habe ich auch schon collected. Trinket, perfekt. Ja gut, das bringt mir jetzt gar nichts, ne? Das bringt mir jetzt gar nichts. Dinger nehmen? Komm, ich nehme die Teile. Das Trinket will ich eigentlich auch nicht haben. Also nicht, dass ich jetzt mit dem Hunter irgendwas sockeln wollen würde, aber, weiß ich nicht. Vielleicht kann ich, da kann ich mir da Ruf kaufen mit, oder? Weil ich brauche doch eh die Paragon-Kisten. Ah, ich behalte die mal. Oder warte mal, ich schau mal kurz nach. Irgendwo konnte man sich über die Dinger, glaube ich, Ruf bei der Dings-Fraktion 150 Ruf, könnte ich mir da kaufen. Ja gut, was sind das dann? 900 Ruf sind das dann, oder? Wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe. Ja gut, haben oder nicht haben, ne? Haben oder nicht haben. Gut, jetzt haben wir das Achievement leider nicht gekriegt, aber ich dachte mir schon, wenn das nicht klappt, habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar müssen wir jetzt einmal hier rüber. Ich habe mir über die Sandrelikte, hier waren es, glaube ich, diese Handgelenke geholt. Und die müsste ich jetzt umwandeln können. Jetzt ist ja quasi wieder eine Woche vergangen. Und dementsprechend hat man wieder an diesem Katalysator eine Aufladung mehr. Ne? Und wenn ich die jetzt umwandle, dann müsste es eigentlich das Set hier geben. Weil das Schöne ist, vielleicht wusstet ihr das nicht, aber es gibt ja hier diesen Typen, der steht irgendwo hier in dem Lager, in der Huld des Pilgers, und der verkauft euch gegen diese Sandrelikte Items, ne? Und die sind halt alle 46, so rum, genau das hier. Und Items, die unter NHC-Item-Level sind, kriegen halt das T-Mog vom LFR-Raid, ne? So funktioniert es. NHC ist ja 252, heißt, diese kompletten Sandrelikte kann man sich eigentlich ein komplettes Set zusammen kaufen. Man muss halt einige von den Relikten farmen, ne? Ich habe ein paar hundert, habe die letzte Woche so ein bisschen ausgegeben, bisschen LFR gemacht, bisschen Sandrelikte, da ging das ganz gut. Also, da kriegen wir jetzt hier diese Handgelenke raus. Müssen 600 von der Währung zahlen, aber mit dem Hunter-Set habe ich 33.000, also ganz easy. Zack, und da gibt es dann auch das Achievement und jetzt fehlen mir nur noch die Raid-Erfolge, ne? Jetzt habe ich quasi in allen Kategorien das Zeug fertig, bis halt die Dungeon-Schlachtzüge und ja, hätten wir das auch weg, kann ich mir jetzt in Zukunft den LFR ein bisschen sparen, weil ich sag mal so, ich kann mir spaßigere Sachen vorstellen, als im LFR rumzuhampeln mit dem Char, aber gut. So, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Opening-Video. Mit so einem kleinen Zusatz Informationsgedönse hier noch dazu. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.